Hallo ihr Süßen, kennt ihr das? Lieblingslippenstifte. Ich habe hier drei Produkte, die ich euch gerne vorstellen möchte, die ich euch zeigen möchte. Und zwar sind das meine Favoriten momentan. Im Dezember war es ja mehr dieser goldene Lippenstift, so ein beige-goldener von Bobbi Brown. Und jetzt habe ich also zwei Lippenstifte und ein Lipgloss für mich entdeckt. Also das heißt, ich habe die schon eine Weile. Also den von Sephora auf jeden Fall. Das ist, der hat keinen Namen, das nennt sich N58. Das ist so ein Melonenton. Einen ähnlichen, das ist ja schon fast wie ein Dupe hier, also wie ein Duplikat von einer sehr preiswerten Firma, das ist Revlon. Das ist so ein Stift, der ist allerdings matt. Den werde ich jetzt mal auftragen. Das Schöne an diesen Stiften, sie sind sehr einfach zu handeln. Und der macht auch keine trockenen Lippen. Und der ist auch nicht allzu matt. Und der hat so einen Geschmack nach Pfefferminze. Also das ist sehr angenehm. Den kann man übrigens auch so aufdrehen. Der bricht euch auch nicht ab. Und da es ja jetzt ein bisschen glossy, shiny wird, nicht mehr so matt, kann man natürlich wunderbar auch einen Lipgloss darüber auftragen. Aber diesen Lipgloss von Dior, den möchte ich euch einzeln zeigen. Das ist dieser Shiny Gloss Addict. Das ist dieses mit diesen, ja, diesen aufge... Also die pumpen so ein bisschen die Lippen auf, mit diesem Booster-Effekt, ja. Ich werde den jetzt mal wieder abmachen. Ich finde, das ist eine sehr schöne, dezente Farbe. Passt zu jedem Rouge, ob man jetzt ein aprikofarbenes Rouge benutzt oder ein roséfarbenes Rouge. So, jetzt möchte ich das mal abschminken hier. Das Pad ist ein bisschen feucht. Und jetzt trage ich den mal alleine auf. Das hat einen unglaublichen Effekt. Den kann man, wie gesagt, einzeln auftragen oder eben auch über einen Lippenstift darüber. Ist ein bisschen teuer in der Anschaffung, aber ich muss sagen, das lohnt sich. Das ist eine schöne, also das ist eine, also diese Anschaffung habe ich nicht bereut. Man kann sich ja viele Lipglosse kaufen oder man kauft sich einen, den man wirklich richtig doll gut findet. Deshalb sollte man ein bisschen schauen, wenn man Kosmetik einkaufen geht, nicht gleich auf alles stürzt, oh, das ist neu, das ist toll, probiere ich aus, kaufe ich. Ich würde sagen, also so wie ich das handle, ich schaue mich erstmal so um, was gibt es beim Douglas, was gibt es in Drogerie, ich kaufe prinzipiell nichts online. Dann habe ich auch das Glück, dass ich so lebe, dass ich alles vor der Tür habe, also in einer Großstadt. Und jetzt die Ladies, die jetzt online kaufen, also darauf angewiesen sind, ist es, glaube ich, schwieriger. Weil mit diesen Farben, das haut eigentlich nie richtig hin. Da ist ja immer so eine Farbkarte dabei, aber das ist schwierig, sich aufgrund eines Fotos sich die richtige Farbe. Außerdem ist auch jede, die Farben der Lippen, jeder hat eine andere Lippenfarbe, also die eigene Naturfarbe, und da wirkt auch jeder Lippenstift anders. Bei mir wirkt also ein roter Lippenstift, also wahrscheinlich habe ich relativ dunkle Lippen, meistens so ein bisschen bräunlich. Ich muss da wahnsinnig aufpassen, ob man jetzt einen blaustichigen oder mehr einen orangestichigen roten Lippenstift benutzt. Deswegen, ich stehe ehrlich gesagt auf diese Farben. Rosé ist mir gerade noch ein bisschen zu wenig. Das sieht sehr schön aus, wenn man einen gebräunten Teint hat. Aber das ist eine sehr schöne Alternative. Also, wenn ihr jetzt keinen Sephora bekommt. Sephora, ich trage den mal auf hier. Das heißt, ich habe den in einigen Videos ja auch schon demonstriert. Ich kann das jetzt auch nochmal machen. So. Den Sephora. Den mag ich sehr gerne. Und der schmeckt auch so toll. So, das waren jetzt meine drei Favoriten, die ich habe. Einmal dieser
N58 Sephora. Dann Revlon, ein Lipstick, N060, glaube ich, ist das. Ich schreibe es unten nochmal in die Box. Gibt es also im Drogeriemarkt zu kaufen, bei Rossmann oder DM. Und diesen Dior Gloss Shine. Es ist wirklich sehr, sehr pflegend. Mir ist auch aufgefallen, dass der nicht so klebt. So, den könnte man natürlich jetzt auch noch hier drüber tragen, auftragen. Dann ist es so ein richtiger Booster-Effekt. Ich empfehle euch, bei diesen Produkten, alles was ihr so aufschraubt und wieder reinsteckt, also das Oberteil, irgendwie sind immer so ein paar Reste, egal ob das jetzt Mascara ist oder bei so einem Gloss ist oder bei einer Foundation, wischt den Rand ab, auch beim Nagellack. Ist ganz wichtig, immer die Ränder abzuwischen, sonst schließen die Produkte nicht mehr richtig und ihr könnt sie und sie trocknen aus. Das macht immer so einen Klick beim Verschluss. So, ihr Süßen, das waren jetzt mal meine drei derzeitigen Lieblingslippenstifte. Und ich hoffe, euch geht es gut. Ich wünsche euch das Beste, wie immer, und seid sehr gut zu euch und zu eurer Haut. Und bis bald. Tschüss.